Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von MudRunner zusammen mit Pascal Multiplay. Ja, letzte Folge war etwas doof gelaufen. Sagen wir mal so. Nein, wir sind immer noch auf der Map-Felshügel. Und ich glaube, hier steckt ein Baum in meinem Fahrzeug. Deshalb. Ich habe mich letzte Folge auch nur dreimal überschlagen, also alles in Ordnung. Ist nichts Schlimmes passiert bisher. Okay, also ich glaube, mein Fahrzeug haben wir an der Stelle auch verloren. Meinst du? Naja, es steckt halt so ein Baum in meinem Radkasten. Das klingt jetzt ein bisschen suboptimal. Da hole ich mir jetzt erstmal noch den anderen Anhänger. Wobei ich erstmal den hier stehen lasse vielleicht. Lösen. Lichtern. Ah, das hängt ja so ein bisschen jetzt fest an dem Felsen. So, endlich befreit. Ist eine gute Idee, mit einem Straßenauto über den Schlamm zu fahren, einen Berg hoch. Ja. Sehe ich unbedenklich. Oh, ich habe einen Briefkasten weggerissen. Auch der arme Briefkasten. Ja, der Briefkasten von dem Sägewerk hier. Da können die uns ja gar keine Post schicken, wenn die unser Holz haben. Na, unglaublich. Einmal komplett eingenässt. Das ist wirklich komplett nass. Bis auf ein Stück vom Dach. So, soll ich dich jetzt noch retten? Da müsst du mir jetzt mal einsteigen und mir sagen, wo genau du bist. Mich nicht finden kann. Ein ganzes Stück noch von dir entfernt? Ich weiß noch nicht, in welche Richtung von mir entfernt. Gegenüber vom Sägewerk. Zwischen uns ist genau das Sägewerk. Ich setze meine Route um mich herum. Siehst du die? Also ich bin rechts vorbei an den Wald gefahren, beziehungsweise nee, ich glaube, ich bin Du musst auch schauen, weil hier sind riesige Holzstapel zwischen dem Sägewerk. Nein, du musst vorbeifahren. Du. Ja, ich komm ja. Sehr geil. Ja, auch nachts werden sie verschreckt. Also wie gesagt, das Fahrzeug ist sehr, sehr leicht und dadurch sollte das kein großes Problem werden. Danke. Können wir den Motor aber ausschalten hier? Und einmal rüber switchen zum anderen Truck. Ach man, das hast du. Zu meinem Chevrolet. Wo fahre ich damit denn jetzt lang? Ach, damit fahre ich einfach hier zurück. Darüber und zur Tankstelle. Und kipp dabei möglichst nicht nochmal um. Was hältst du von der Idee? Ja, klingt nach einem Plan. Ist mir noch, dass nicht noch einmal umkippen gefällt mir. Was sind hier solche Holzstapel? Ah, das ist wirklich Mini-Holz, was wir hier transportieren. Ja. Aber wir drehen die Räder so häufig durch hier im Schlamm, ist unglaublich. Echt, bei mir ging es eigentlich. Alter, jetzt geht der geht. Aber wenn der einmal in Fahrt ist, dann geht der ab wie Spitzkatze, ne? Schmitz Katze. Ja, man kennt Sprichwörter. Ja, ihr müsst verstehen, Tobi kennt keine Sprichwörter deswegen. Ich kenne deine Sprichwörter nicht. Ja, aber die ich benutze, das sind Sprichwörter, die nutzt eigentlich jeder. Also ich bin schon mal komplett in Schlamm eingehüllt. Weil, Moin. Wenn einmal die Räder im Schlamm durchdrehen, dann spritzt der Schlamm sonst wohin. Und fährst du einen Berg hoch. Und um den Weg. Was für Weg? Nicht über den Berg. Es gibt keinen Weg hier zum Sägewerk. Oh. Da gibt es keinen Weg. So, na gut, darüber nicht mehr. Ja, nee, stimmt schon. My bad. Sonst langfahren.
Ich muss nur hoffen, dass der irgendwie Grip bekommt und sich ein Stück immer noch nach oben schiebt. Dieser Ankoppelprozess, ey. Sie ist mal Angst, dass du das, dass du den ganzen Truck zerhaut. Ich find's doof, wenn man diese Sattelanhänger, dass man die in denen halt nichts machen kann. Hm. Also ein Mehrzweck-Sattelanhänger, der hat jetzt halt keine Bedeutung, weil wir den nicht anhängen können. Weil ja, man kann mit denen ja nur einen Tag hier am Ende angehangen sind. Weißt du, was ich dann glaube ich mal mache? Was denn? Entweder. Ne, warte mal. Erstmal hole ich diesen Holz jetzt hier. Diesen Holz. Ich überlege jetzt gerade, wo ich als nächstes hinfahre. Ich würde gerade an sich, was jetzt am sinnvollsten, wenn ich eigentlich direkt mit dem Chevrolet weiterfahren würde, weil nur fürs Punkte erkunden lohnt sich das ja. Ja, wir brauchen noch genau einen Holzanhänger. So, den hole ich von mir aus auch. Also. Ne, wir haben aber erst 4 von 8. Naja, aber ich hole gerade noch einen. Und da fehlt noch einer. Ja, dann würde ich den aus dem Norden nochmal nehmen. Mit dem müsstest du dann. Ja. Oder ich fahre im Süden weiter zu denen, die da hinten stehen. Ja, dann hole ich alle Beobachtungspunkte. Oder naja, aber dann kannst du ja Richtung Norden fahren. Nebenbei vielleicht nochmal einen anderen Truck rausziehen. Ja, okay, dann mache ich hier bei dem Motor aus und gehe dann doch mit dem dicken erkunden. Ich bin smart. Ich bin jetzt das einfach mit dem kleinen zur Tankstelle und fahre dann mit dem Truck, also nicht mit dem Truck, sondern mit dem geländegängigeren Auto fahre ich das dann einfach weiter. Sonst bleibe ich nämlich wahrscheinlich irgendwie stecken mit dem. Aber das ist echt eine Map der kleinen Autos. Ja, aber die ist auch anders anspruchsvoll. Alles auch sehr anspruchsvoll. Also ich finde, als finale Map ist die eigentlich auch ganz gut geeignet. Weil die verlangt nochmal alles können von einem, weil man nicht verzweifeln darf, wenn man die ganze Zeit irgendwo runterfällt und sich dreifach überschlägt. Aber ob man wirklich von Können reden kann, wenn du runterfällst und dich dreimal überschlägst. Ja, das zeigt halt eben auf, ob man es kann oder nicht. In meinem Fall ist das Können eher begrenzt. So wie der Map aussah, ist... Nein, 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 nein. Ich habe mich nur zweimal überschlagen. Shit. Ich dachte gerade schon, der wäre noch einmal stehen geblieben, aber ich bin dann doch nochmal umgekippt. Keine Sorge, nur 400 Schaden. Ich mache kein Popcorn. Mir geht's noch gut. Ich muss jetzt hier den Berg irgendwie runter, aber der hat überall hier sehr, sehr steile Hänge. Ist das da Erfahrung mit Purzeln? Ja. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg, mehr oder weniger. Da lernt man Werkstätten, um wirklich mal zu wertschätzen. Ja. Also. Eine Selbstverständlichkeit, die bisher mal bauen für uns. Ich bin oben. Hey. So, ich habe hier einen Trampelpfad nach unten gefunden, ne? Der sogar befahrbar ist und nicht so steil ist wie die anderen Hänge hier überall. Oh shit. Oh, ich habe keinen Schaden bekommen. Ist so ein dicker Stein gerade über beide meine Achsen gehauen. Unten drunter durch. Mein Fahrzeug ist gesprungen, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Das nenne ich meine Leistung. Ja, und ich stehe quer. Wer hat sich denn diese Straße hier ausgedacht? Oh. Ah, guck mal, das ist der Briefkasten. Ja, diese Map ist aber wirklich sehr anspruchsvoll, du. Okay. Wie fahre ich jetzt weiter? Warte mal, wo ist Norden? War es Norden? Ach, du fährst jetzt hier lang. Hat mir nicht gesagt, du fährst in Richtung Norden? Ja, ich fahre Richtung Norden, aber andersrum Richtung Norden. Ach so. Okay. Ich fahr trotzdem zu dem, da der sich etwas nördlicher befindet, zu dem Beobachtungspunkt. Ich muss ja halt erstmal nur den Berg runterkommen wieder. Ich
weiß nicht, ob ich es aufgebe, diesen Truck nochmal zu retten, oder ob ich mich vielleicht einfach noch irgendwann rausglitschen kann. Ja. Das Ding ist, wenn ich mich aus dem einen Baum jetzt rausziehe, dann ziehe ich mich Richtung eines anderen. Ich finde das super. Und ich bin jetzt den Berg runtergekommen. Mit 400 Schaden. Du hast dich doch überschlagen? Okay, zweimal habe ich mich jetzt gerade unterschlagen. Also insgesamt auf dieser Map bin ich jetzt schon fünfmal überschlagen. Nur habe ich es geschafft, nicht wie du auf dem Kopf liegen zu bleiben, sondern mich jedes Mal wieder aufzurichten. Also vollständig überschlagen. Du hast dich ja auf der Einmap damals ja nur zweimal, ein halbes Mal überschlagen. Zweieinhalb Mal, ja. Na, erst ein halbes Mal, danach bist du wieder zurückgekommen und hast wieder ein halbes Mal überschlagen. Jetzt war ich in so einem kleinen Fluss lang. Mhm, ich seh's. Ich folg dir auch gleich. Alles hier ist ganz schön. Ich musste nur diesen Berg hochfahren, der überhaupt keine steilen Hänge hat. Machen wir das Beste draus. Jetzt hoffen wir, dass wir hier hochkommen. Hier sieht es mir so halbwegs möglich aus, hochzukommen. Oder auch nicht. Weil ich rückwärts runterrolle. Ja, und ich muss damit anschieben. Wachs die Winde aus. Ja, wie soll ich mich mit der Winde hochziehen an einen Ort, wo keine Bäume stehen? Ja, okay. Dann brauche ich eine andere Stelle, die ein bisschen flacher aussieht. Ziemlich das Problem hatte ich dann halt auch mit in der ersten Folge mit dem Dicken. Hm. Aber hier die Hänge hier sind so, es sind so richtig steile Hänge hier. Plötzlich wie so eine Art Felsplateau ja nur raus. Mit, keine Ahnung, 70 Grad steilen Hängen oder sowas. Da wollte ich nicht runter. Ich glaube, hier würde sich Pascal überschlagen. Aber ich fahre da nicht runter. Ich schaff's nicht überall zu überschlagen. Auch im Stand. Ja. Oh, 18 Schaden. Überschlag immer und überall. Ich habe 18 Schaden dafür bekommen, dass mein Reifen einen Stock berührt hat. Ich bin gerade einfach gesprungen, aber für den Stock habe ich 18 Schaden bekommen. Ah, guck mal, hier ist der Trampelpfad, von dem du geredet hast. Ich komme hier nicht hoch. Bin verzweifelt. Immer noch keine Bäume gewachsen. Nee. Die Hänge sind noch so schnell, dass man auch nicht seitlich wieder ranfahren, also so seitlich an den lang fahren kann oder so. Das probiere ich so ein bisschen, aber das geht halt nur so an so ausgewählten Stellen. Warum ist er nicht für da hochgefahren? Den... Ich fahr da hoch. Hier geht halt ein Weg hoch. Ich will nichts sagen, das kann ich. Hier geht ein Weg hoch. Wo geht ein Weg hoch? Ich bin fast oben, aber mehr kommt die letzten 2 Meter nicht gerade vorwärts und ich roll rückwärts runter. Nein, 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 nein. Jetzt sind wir ganz gut runtergerollt. Hier geht ein Weg hoch. Ich weiß nicht, wohin er führt, also daher. Er führt Richtung Holzanhänger runter. Und nicht dahin, wo ich will. Ach so. Er führt komplett in die gegensätzliche Richtung. Aber er bringt dich erstmal den Berg hoch. Dschungelabenteuer. Diese Map ist. Nee. Ey, komm, sie ist nicht so schlimm wie die Wassermap. Ich fand die Wassermap tatsächlich besser als die hier. Die war vom Konzept her einfacher, ne? War halt einfach nur nervig. Ja. Und hier ist frustrierend. Statt nervig. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, dass ich... Ach nee, da fährst du ja hin, ne? Ja.
Aber sage ich ja. Ich wollte zu dem da Richtung Norden. Okay, dann fahre ich zurück mit dem. Naja, mach das, mach das. Holz. Ich wollte sagen, du sollst ja Holz haben. Also ich muss sagen, halt insgesamt, es gab schon Maps, wo wir wesentlich länger gebraucht haben. Ja, aber ich würde sagen, wäre die Map weiter vorn platziert gewesen, hätten wir sehr, sehr viel länger dafür gebraucht. Also im objektiveren Vergleich ist die wahrscheinlich schon die härteste. Im subjektiveren Vergleich natürlich nicht, einfach weil wir einfach uns mehr daran gewöhnt haben, mit mehr Skills in dem Spiel auch haben. Wir haben einfach immer das größte Fahrzeug genommen. Ja. Auch wenn ich sonst mich noch nie überschlagen habe und jetzt auf dieser Map schon 5-mal, aber. Ja. Ich betone einfach mal, also eben von hier aus, das Ding Anzahl ist, sich überschlagen, überholen. Das Ding ist, von hier aus geht halt richtig ein breiter Weg nach Norden. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht besser ist, dann hier da drauf zu fahren. Ja, bringen wir es mal dein Holz weg. Mach das mal safe. Okay. Ja, ich sehe den Punkt, ich sehe den Punkt. Sehr gut. Blöder Baum. Überall stehen ja keine Bäume, aber genau da, wo ich hochfahren möchte, da ist es ein schlechter Zustand. Da. Überall hat es Bäume. Ja. Weil ich wirklich mitten aus dem Felsen wächst der Baum auch raus. Nicht nur aus Rasen, es ist einfach nur Felsen. Und da wächst er raus. Das ist ein Steinbaum. Ja, ich sehe was, wo ich lang fahre. Dann auf zum nächsten Punkt. Leute, ich habe das Gefühl, das kleine Motivationslevel ist eben gestiegen. Was ist gestiegen von mir? Motivationslevel. Ja, ich hatte gerade wieder ein Glücksmoment. Und nicht nur ein, ich falle die ganze Zeit den Berg runter und überschlage mich im Moment. Weißt du, du hast erreicht. Au! Ich würde sagen, ich komme hier sogar halbwegs angenehm runter, weil wir so eine Art Rampe. Ich bin aber erstmal trotzdem auf so einen Stein drauf geknallt, 100 Schaden, zack. Zack, in die Fresse. Na. So wieder Popcorn. Mit meinen 560 Schaden. Hast du nicht irgendwie ein Reparaturrad oder so? Nicht mehr. Das habe ich schon mal verbraucht gehabt. Bei mir ist auch nur noch eine Felge hinten drauf. Wir müssen immer mit der Felge drauf, bei mir hat sie gleich kaputt gearbeitet. Dann kannst du vielleicht einen Sattelauflieger drauf machen. Nee. Anhängen. Habe ich probiert. Oh. Vielleicht hätte das Ding schon am Anfang der letzten Folge weggemacht. Direkt. Ja, stimmt. Dann hat es dann auch direkt probiert an der Tankstelle da. Mit dem Mehrzweck-Sattelauflieger. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin zu hoch für den. Ich konnte nicht unter den drunter fahren. Ich bin jetzt richtig hier wagemutig und fahre einfach mal kurz durchs Feld, weil ich keinen Bock auf die Pfützen habe. Das ist schon sehr gefährlich, was ich hier mache. Don't try this at home. Na. Also wenn ihr irgendwie so einen Nationalpark habt oder so im Garten und so ein paar Trucks hier und es da matschig ist, don't try this. Only Professionals. Ja, so wie wir. Wir sind Professionals, deswegen dürfen wir das machen. Meine frei erworbene Lizenz. Und da ist der nächste Beobachtungspunkt. Ich muss mit dem nicht mal den Berg hochfahren. Yay! Ich habe mit dem nur beim Berg runterfahren 100 Schaden gemacht. Also ich bin halt total wegkonform aktuell. Also ich fahre wirklich. Also hier stehen ein paar viele Fahrzeuge. Mehrzweck-Sattelanhänger. Dann noch welche Trucks stehen hier rum. Da oben in der Ecke ist auch noch ein beladener Holzanhänger. Ein GMC DW 950. Die können Sattelanhänger drehen. Oho. Oho. Kannst du mal einen nehmen und mich reparieren damit? Kann ich machen. Stimmt, so ein Gebiet, das gab es ja auch, so ein Ami-Truck übrigens. So ein Gebiet gab es ja auch bei der anderen Überschwemmung. Und da stand so ein 5-Sterne-Dingsbums drin. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, schon, das hat uns dann ja geholt, ne? Bitteschön, repariert. Ich bin ganz. Ja.
Warten Sie. Nur, wie lange noch. Warten Sie. Aber hier geht hier sogar ein Weg zum nächsten Beobachtungspunkt. Bist du sogar voll getankt jetzt. Das ist ein Luxus. Das ist ein Luxus sondergleichen hier. Stimmt, du bist ja schon da oben. Naja, der Weg, der führt aber nur oben lang. Auf dem Berg musst du trotzdem noch rauf. Ja, trotzdem. Der führt ungefähr dahin, wo ich will. Ah gut, ich glaube, für die Folge haben wir es auch wieder genügend geleistet. Ich habe mein Pensum an Überschlagungen bereits erfüllt. Haben wir noch eine Folge? Ja, sollten wir auch machen. Machen wir. Uah. Na dann, bis zur nächsten Folge. Auf, dass sie sich ankommen. Na, tschüss. Tschüss.